Hallo und willkommen zum Miele Beach Report hier in Berlin beim Grand Slam. Neben mir steht nochmal Biene Grossner. Miele, sie hat gerade gegen Cicolari Costantini gespielt. Erster Satz klar und deutlich, zweiter Satz auch. Erzähl mal ein bisschen was dazu. Du hast es auf den Punkt gebracht eigentlich schon. Im ersten Satz hat vieles funktioniert, was wir uns vorgenommen haben. Und ja, die Gegner waren vielleicht ein bisschen beeindruckt von dem Center Court hier unten. Das war ihr erstes Spiel. Und ja, wir haben den Schwung mitgenommen und sind gleich super in den Satz gestartet. Und im zweiten war es uns eigentlich auch schon klar, dass es nicht so souverän weitergehen kann, sondern dass sie natürlich auch eine bessere Leistung zeigen wollen. Und so war es dann auch, aber wir sind stark geblieben, haben das dann durchgezogen. Auch wen habt ihr jetzt aufgeschlagen? Ja, alles auf Costantini. Die hat ja mit Cicolari gespielt, die ist schon ziemlich erfahren und gut. Und Costantini ist jetzt neu auf der Tour und einfach noch nicht so erfahren. Und deswegen hat sie halt jeden Ball von uns bekommen. Okay, das war ja das K.O.-System. Somit seid ihr jetzt weiter. Kennt ihr schon euren nächsten Gegner? Nein, die Auslosung ist erst in 2-3 Stunden. Wir wissen es also nicht und sind gespannt. Was steht jetzt noch an? Jetzt? Ja, jetzt besprechen wir uns kurz mit unserem Trainer und dann ruhen wir uns aus und warten auf den nächsten Gegner. Okay, dann gratuliere ich nochmal zum Sieg und bis zum nächsten Interview. Bis dann, ciao.